Вчера бухал с пацанами. Это было заебись. Что бухал? Ельцин. Ельцин? Хуйню эту? Как хуйню? Да ну нахуй. А что ты пьешь? Самогон самое то. Да ну нахуй. Что, он вставляет? О, бля. А это кто видит? Вы знаете. Чего он здесь потерял-то? Какой-то он такой задрюченный, да? Ну, чего? Кто он такой, ты его знаешь? Ну, сейчас спросим. Jungs, die vom TÜV, die wollen mir keinen TÜV geben. Die sagen, da ist so ein Loch. Ich hab damit nichts gemacht. Ich brauche eure Hilfe. Да, наверное, потерялись, наверное, что-то. Смотри, как выглядит Вася, а, пиздец. Это какие-то, блядь, бомжи, что ли, блядь? Не вас понимаю. Вася, sprichst du Russisch? Ja, ich kann den Untertitel lesen, wenn ich die Brille auf hab. Siehst du? Muss wohl ein Nebeneffekt von The Jinx Revengers sein. Schaut doch mal rein, bei mir auf dem Kanal. Ja, Leute, die wollen mir den TÜV nicht geben. Die sagen wegen die Querlenker. Und da hinten in der Stoßstange ist ein Loch. Nee, aber wir haben heute keine Zeit. Werkstatt voll, Hebebühne kaputt. Heute wird das nichts. Sag mal, das kann jetzt nicht ein Problem sein. Das sind ein paar Querlenker. Jetzt macht das aber mal fix. Sonst kriegt er beide eins aufs Maul. Ah, okay, Bratan. Machen wir heute. Fährst du rein? Machen wir alles Chico. Kriegst du TÜV, aber wird dich was kosten. 2 Flaschen Jelzin mindestens. Okay? Gib Glutsch her und dann ist Auto in sehr gute Hände. Beste, danke. Beste Werkstatt in ganz Hamburg. Ja. Ich hoffe, das etwas andere Intro hat euch gefallen. Unsere Schauspielkünste sind auf jeden Fall nicht die besten, aber es ist hoffentlich trotzdem was geworden. Auch nochmal vielen Dank an Nose Pictures Entertainment für die gute Zusammenarbeit. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Schaut bei ihm rein. Er hat ganz witzige Videos. Den Link zu seinem Kanal seht ihr hier oder da. Weiß ich nicht genau, je nachdem. Ja, jetzt kommen wir zu dem Audi A8. Ich war beim TÜV damit und habe die Plakette leider nicht bekommen. Zum Beispiel hatte ich gedacht, dass ich mit diesen Reifen hier keinen TÜV bekommen werde, aber die waren eigentlich gar nicht so schlecht. Die sind zwar 10 Jahre alt und die haben aber noch mehr als 1,6 mm Profil. Ich weiß nicht, 3 mm oder sowas, auf jeden Fall noch nicht an der Verschleißgrenze und deswegen war das anscheinend kein großes Problem für den TÜV-Mann. Die sind auch nicht rissig oder porös, von daher hat er da nichts zu bemängeln gehabt. Ich habe ja die Bremse getauscht, das habt ihr ja sicherlich gesehen. Hier habe ich schon mal was gerade mit WD-40 eingespült. Ich erkläre auch gleich warum. Und den unteren Querlenker habe ich auch getauscht. Ich hatte gesehen, dass das Gummi hier ziemlich gerissen ist und der hatte viel Spiel gehabt, deswegen habe ich den getauscht. Dieser Querlenker war noch okay. Die Stabi-Stangen waren auch durch, deswegen habe ich die getauscht. Und bei den Querlenkern da oben, da habe ich gesehen, dass das Gummi eingerissen ist. Hatte aber gedacht, ja, vielleicht übersieht er das und ich kann das später machen. Aber er hat das gesehen, ist auch alles wunderbar, muss gemacht werden. Der ist auf jeden Fall durch, der da hinten ist noch okay. Und er hat nur den hier bemängelt, also auf beiden Seiten. Und den werden wir heute einmal tauschen. Wer in so einem Audi schon mal geschraubt hat, das ist diese eklige Mehrlenkerachse. Und das ist hier die bekannte Arschlochschraube. Die muss heute raus. Ich habe das schon mit WD-40 eingesprüht. Mal schauen, ob das was bewirkt hat. Die sieht gar nicht so schlecht aus, die Schraube. Es kann sein, dass ich Glück habe und die geht ganz locker raus. Und hier bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob die Schraube einfach so rausflutscht oder ob sie dann gegen das Federbein oder gegen die Feder irgendwie anstößt. Das werden wir gleich sehen. Wenn ich Glück habe, ist das eine Stunde Arbeit. Wenn ich Pech habe, bin ich hier wieder den ganzen Tag in der Werkstatt. Als ich zum TÜV-Mann aber reingefahren bin, hat er als allererstes hier mein Panzerband gesehen. Das hat ja der Vorbesitzer dann noch draufgeklebt gehabt. Da hat er einmal so mit dem Finger reingestochen und gespürt, dass da ein Loch drin ist. Klebeband abgerissen, zack, Loch. Sagt sie mir, ja, du kannst wieder nach Hause fahren. K.O.-Kriterium, scharfe Kanten. Ja. Und das hatte ich gar nicht auf dem Zettel.
Klar habe ich schon mal davon gehört, dass da keine scharfen Gegenstände und so weiter rausragen dürfen, aber irgendwie habe ich überhaupt nicht daran gedacht, dass das hier irgendwie ein Problem sein kann. Die Stoßstange will ich sowieso einmal komplett tauschen. Von daher werde ich das jetzt einfach nur provisorisch einfach irgendwie zukleben. Das müssen wir heute einmal flicken und die Querlenker tauschen. Und dann geht es wieder zum TÜV und dann bekomme ich hoffentlich die Plakette und kann das Auto endlich anmelden. Ich habe am Freitag schon einen Termin bei der Zulassungsstelle. Heute haben wir Dienstag, also habe ich noch ein paar Tage Zeit, das Ganze fertig zu machen. Aber ich hoffe, das klappt heute alles soweit. Noch einmal zu den Querlenkern. Ich habe mir jetzt die oberen Querlenker von Lemförder bestellt. Generell kaufe ich mir eigentlich immer nur Produkte von Lemförder. Es sei denn, die sind viel teurer als TRW, dann kaufe ich ab und zu auch mal TRW. So, die hier, da war ein Preisunterschied von 2-3 Euro, deswegen habe ich gesagt, okay, ich nehme lieber die Lemförder. Zumal sind hier Schrauben mit dabei. Hier ist diese Arschlochschraube mit dabei und die war mir wichtig. Falls meine abbricht, dann kann ich die hier rausnehmen und verwenden. Ansonsten hätte ich die nochmal separat bestellen müssen und dann wären diese 2 Euro Ersparnis wieder futsch. Also man sieht, hier wurde schon was rausgefräst. Lemförder beliefert VW und Audi und ich vermute mal, hier waren diese Audi-Logos runter und das fräsen die einfach weg und verkaufen das nochmal unter ihrem Namen. Und ja, wenn Audi die vertickt, dann werden die Logos einfach draufgelassen. Selber Querlenker, unterschiedliche Preise. Bei Audi würde dieser Querlenker bestimmt doppelt so viel kosten. Ich habe jetzt irgendwie 38 Euro pro Stück bezahlt und ja, das hält sich noch in Grenzen. Ich werde da jetzt nicht zu weit ins Detail gehen und euch erklären, wie man das macht, sondern da machen wir einen kleinen Zeitraffer und am Ende nochmal das Loch zumachen. Und wenn wirklich beides schnell geht, dann fahre ich heute noch zum TÜV und dann gibt es vielleicht noch ein Ergebnis. Jo, 16er passt. Na, guck mal. Geht doch locker ab hier, locker flockig. So, jetzt werde ich einfach versuchen, die Schraube hier rauszudrehen, in der Hoffnung, dass sie sich drinnen löst. Wenn ich Pech habe, dann bricht dieser Kopf ab. Und dann muss ich die Schraube hier in die Richtung rausziehen, und zwar mit einer Mutter und Unterlegscheiben. Aber wenn ich Glück habe, kann ich die einfach rausziehen und dann löst sich der Querlenker schon fast von alleine. Ne, der Kopf bricht ab. Jo. Jetzt ist die abgebrochen. Jetzt müssen wir probieren, hier ein paar Unterlegscheiben reinzulegen. Ja, so sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt kommt die wieder drauf. Und jetzt einfach die Schraube festdrehen und dann müsste sich der Bolzen in die Richtung bewegen. Okay, reicht erstmal. Ich glaube, das Gewinde ist langsam alle. Wie komme ich die Mutter hier nicht runter? Doch, mit Glück. Die sind auch runter. Mal. Passiert was? Ja, ja. Geil. So langsam aber sicher kommen wir voran. Wir müssen jetzt gleich diese Schraube hier lösen und der Querlenker, wenn man sieht, wir haben den jetzt hier rausgelöst und der ist hochgesprungen. Denn genau in diesem Zustand müssen wir den gleich wieder einbauen, weil wenn wir den da reinstecken und erst dann hinten festziehen, dann verzieht sich nachher das Gummi, wenn man das Auto ablässt auf dem Boden. Das heißt, man muss das entweder im eingebauten, im eingefederten Zustand nachher festziehen oder wir ziehen das genau in dieser Position da hinten zuerst fest, dann drücken wir den runter und dann kommt erst diese Arschlochschraube wieder rein. Deswegen will ich hier jetzt einmal den Abstand messen. So, welchen Punkt nehme ich? Den obersten, ne, von dem Querlenker. Das sind 8 cm oben. Weg. Auch weg.
jetzt kommt der spannende Höhepunkt, ob diese Schraube hier an der Feder, war ja sowas von klar, dass sie nicht an der Feder vorbeigeht. Das ist doch nicht zu passen, ey. Da ist die Schraube und die Schraube haut genau gegen Feder. Digga, wer lässt sich so einen Scheiß einfallen, ey? Ich check das wirklich echt nicht. Zeig mal diese. Aha. Wenn du hier in den Bock unterstellst und hochkommst, dann kommt die obere Windung hoch. Bisschen. Meinst du, die kommt hoch? Mhm. Jetzt ist sie ja entlastet, weißt du? Ich habe die Schraube tatsächlich da rausbekommen. Ich musste hier einmal was runterlegen, die ganze Achse einmal hochgepumpt. Dadurch ist die Feder hochgekommen und ich konnte die Schraube unter der Feder rausziehen. Jetzt lasse ich das erstmal so. Der Querlenker, den ziehe ich da gleich raus, stecke den neuen Querlenker rein und dann kommt die neue Schraube rein. Den habe ich jetzt da hinten angezogen. Hier hatte ich vorher diese 8 cm wieder ausgemessen und wieder sozusagen den Querlenker auf dieselbe Position eingestellt wie vorhin. Und ja, jetzt muss ich den hier einfädeln in das Loch rein. Mache ich hier nochmal ein bisschen auf die Arschlochschraube, ein bisschen Keramikpaste drauf. Und dann kann die Schraube da wieder rein und dann ist fertig. Der rechte Querlenker ist jetzt drin, da hat alles soweit gut geklappt. Die linke Seite mache ich jetzt noch fertig und dann geht es zur Stoßstange. Wenn ich das zeitlich, wie gesagt, noch schaffe, dann fahre ich gleich nochmal zum TÜV. Noch sieht das ganz gut aus. Ich bin ein bisschen enttäuscht von Lämpförder. Und zwar war hier so ein Set mit den ganzen Schrauben mit dabei. Da war auch die Arschlochschraube mit dabei, diese schwarze hier. Und einmal für oben, für diese Verbindung. Auch noch eine Schraube. Beide Schrauben sind zu kurz. Die originale ist ein kleinen Tick länger. Die Mutter geht zwar drauf, aber ragt dann vorne nicht raus. Und das ist ja so eine Sicherheitsmutter. Und deswegen ist das nicht so gut, wenn diese Sicherheit dann sozusagen nicht funktioniert. Dann kann es sein, dass die Mutter sich rausdreht. Ich habe zum Glück noch zwei Schrauben gehabt in der passenden Länge. Ich habe dann stattdessen diese hier verwendet und nicht die, die im Lieferumfang bei Lämpförder mit dabei war. Ja, wie gesagt, das ist der einzige Kritikpunkt. Sonst bin ich von Lämpförder immer begeistert gewesen. Ich vermute mal, dass diese Querlenker, die passen auch beim A6 und beim A4 und so weiter. Und da passt diese Arschlochschraube, die kurze. Und beim A8 ist die Achse wahrscheinlich etwas anders aufgebaut. Und deswegen passt die jetzt hier nicht. Gut, so viel dazu. Ich mache jetzt schon noch mal schnell im Alleingang die linke Seite fertig und dann sehen wir uns bei der Heckstoßstange wieder. So, ich muss jetzt noch mal das Loch hier irgendwie reparieren. Der TÜV-Mann hat mir gesagt, ihm ist nicht so wichtig, wie das am Ende aussieht. Hauptsache, das Loch ist zu und hier gucken keine scharfen Kanten raus. Ich werde sowieso eine neue Stoßstange kaufen, von daher ist mir die Optik jetzt erstmal scheißegal. Ich werde hier diese Risse einfach mit dem Lötkolben wieder verschließen. Hier drumherum. Diesen Riss, den Riss und hier einmal. Das ist eigentlich alles soweit okay. Dann werde ich hier von innen einmal Panzerband reinkleben und das Ganze mit Heißkleber verfüllen. Und das sollte dann schon langen für den TÜV. Ich habe mich umentschieden. Ich werde als allererstes mal probieren, hier wirklich ein Stück Plastik reinzukleben. Das ist hier von der Honda Prelude Stoßstange. Ich werde mir gleich hier so ein Stück zurechtschneiden, wieder einschmelzen und dann müsste das passen. Mal schauen, ob das klappt. Jetzt machen wir erstmal eine Schablone. Thank you.
habe das Ganze jetzt einmal entfettet, abgeklebt. So, ein bisschen Füller drauf. Das kann jetzt ein bisschen antrocknen, dann schleife ich das an und dann kommt die Farbe drauf. Ich finde, das sieht gut aus. Hier so ein bisschen angeraut zwar, aber was soll's. Der Parksensor, mal schauen, ob er noch funktioniert. Hier so ein kleiner Tumor noch drin. Hier ein 1A Farbübergang. Läuft. Man muss nur so 3 Meter weiter weggehen. Okay, da sieht man immer noch. Dann geht man 4 Meter weiter weg. Jetzt sieht das besser aus. Perfekt. Ja, ist gut. Bratan, komm rein, Auto fertig. Na, was sagst du? Sag mal, was ist denn das für eine Scheiße? Wieso? Ist doch alles gut. Habt ihr alles zu, ihr Te... Sag mal, was... Was ist denn das für ein Müll? Loch ist zu, TÜV kriegst du, alles gut, gute Arbeit, schnell gemacht. Idiot! Kommst du jetzt mal rüber? So, ist fertig? Oh, da ist ja gar kein Loch mehr zu sehen. Alles toll. Also das... Oh, schön. Also das habt ihr euch echt verdient. So, Bratane, jetzt trinken wir noch mal einen kurzen auf die gute Zusammenarbeit. Ja, Arbeit. Na, здоровья. Anastasia. Долбоё.